die Fachzeitschrift Busfahrt-Bustouristik Scherzer. Wir sind jetzt zum dritten Mal in Berlin und treffen auch wieder Herrn Frank Spielberg aus Frankfurt ADSL Reisen. Herr Spielberg, jetzt müssen wir schon das dritte Mal nach Berlin. Was ist los, das Konjunkturprogramm 2 der Bundesrepublik? Was sagen Sie also dazu? Wir sind schon das dritte Mal da. Wir müssen, wie du es eben schon selbst gesagt hast, Konjunkturprogramm sehr, sehr enttäuschend. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist einfach zu wenig. Es ist kein. Der Wumms ist bei uns nicht angekommen. Ich habe gesehen, ihr habt gestern Abend eine Fernsehsendung gehabt, unter anderem mit Dr. Wastek vom RDA. Ist man da schon einen Punkt näher gekommen, was man von RDA-Seite, der ja führend ist jetzt hier auch bei der Organisation dieser Busdemo morgen, ist da was Neues rausgekommen? Also im Prinzip muss ich als allererstes mal einen Dank an den RDA aussprechen, weil der uns wirklich die Touristikbusse massiv unterstützt bei dem Ganzen und wirklich auf unserer Seite ist. Übrigens die einzigste Vereinigung und die einzigste, wo wir sagen, damit können wir uns identifizieren. Das ist der RDA zurzeit. Rausgekommen bei meinem Gespräch, wir haben ja nicht nur mit dem RDA, sondern auch mit der SPD gesprochen, haben heute dann noch einen Termin mit der CDU. Rausgekommen ist vereinzelt ein bisschen was, es ist zumindest Hoffnung da. Das Wort Hoffnung, wir sehen ja morgen sehr, sehr viele Busse. Könnt ihr schon sagen, wie viele Busse denn erwartet werden? Also ich sag mal, erwartet, bis jetzt sind angemeldet etwas über 700, das heißt doppelt so viel wie das letzte Mal. Das ist schon mal sehr positiv. Aber ich rufe alle Busunternehmen, die jetzt noch zu Hause sind, ich rufe alle Busunternehmen, alle Reisebusunternehmen, alle dazu auf, kommt morgen nach Berlin, nehmt an diesem Konvoi teil, nehmt an der Kundgebung teil. Wir müssen uns zeigen, wir müssen der Regierung sagen, wir sind da, wir leben und wir sind wichtig. Bus Lives Matters. Wir sind ganz wichtig. Das ist jetzt mal ein sehr deutliches Wort gewesen für den 17. Juni. Es ist der Tag des Aufstands und es ist ein sehr bedeutender Tag, glaube ich, morgen auch. Und ich hoffe, dass wir da auch zu einem Ziel kommen, dass wir der Bustouristik in Deutschland gesamt helfen können. Sie sagen ja auch, die Bustouristik hat ja sehr viel Mitteilhaber im Geschäft. Hoteliers, Ausflugsziele, Bahnen, Schifffahrten. Sieht man das überhaupt, was da an Milliarden noch dranhängt, wenn ein Bus fährt? Ich glaube, das sieht keiner im Moment. Das wird total, total unterschätzt. Da hängt Hotelier. Eigentlich hängt alles dran. Wir fangen an bei den Schulklassen. Wir fangen an, wir gehen über die Hoteliers, wir gehen über Veranstaltungen, über Konzerte, über Fußballfans, über Hersteller von Bussen, Hersteller von LKWs, die da ja mit dranhängen bei den Bussen und. Reisen ist nicht nur einfach ein Hotel und ein Schnitzel. Reisen ist mehr. Das ist jetzt ein sehr gutes Wort zum Abschluss. Ich würde Ihnen gerne für morgen jetzt mal die aktuelle Busfahrt noch übergeben. Das sind die letzten Beiträge drin von den letzten Demos, die wir schon besucht haben. Und ich gebe Ihnen noch ein Busmodell von einem Setra, den Sie ja nicht so unbedingt wollen, aber ich habe gerade kein anderes. Aber ich hoffe, er passt noch und wünsche viel Erfolg für morgen. Dankeschön.